Hi Leute, das ist Sanu hier und willkommen zu einem neuen Video zu Division 2. Und zwar ist der Livestream eben zu Ende gegangen von Massive und da haben sie ein bisschen was angesprochen in Bezug auf PTS Phase 2. Da sind viele Sachen drin, die wir in den Developer Notes im letzten Video schon drin hatten und so ein paar Sachen, die wir so noch nicht wussten, aber... Ja, im Anschluss, auf jeden Fall, wenn die Patch Notes da sind, dann werde ich euch die auch nochmal zeigen und werden wir die durchgehen. Und jetzt sprechen wir mal kurz nur die wichtigsten Sachen an, die jetzt hier in dem Stream angesprochen wurden. Und zwar, das Ganze fing an mit dem XP-Boost. Das Ganze kam sehr gut an bei den Leuten. Ich meine, viele von euch, die haben sich schon eingeloggt und haben gespielt und haben wirklich die Charaktere hochgepusht und haben versucht, die 1000 möglichen SHD-Level zu bekommen. Ich weiß, dass einige von euch es geschafft haben. Ich persönlich war nur bei 280 ungefähr, was auch schon okay ist. Und auf jeden Fall haben sie angesprochen, dass es ja sehr, sehr schade war, sehr ärgerlich war, dass das nicht bei allen Leuten funktioniert hat. Ich weiß, dass so einige von euch da ein Problem hatten, dass das nicht aktiv war und so. Und da haben sie sich entschuldigt und... das wird definitiv gefixt, sodass es beim nächsten Mal nicht mehr vorkommt. Ich hoffe, dass dem auch wirklich so ist, weil das ist wirklich ein super Event gewesen. Das hat echt Spaß gemacht und hat einem halt auch ein bisschen was gebracht. Also ich meine, den alten Hasen eher ein bisschen weniger. Das war die Kirsche auf der Torte, aber besonders den Leuten, die gerade wieder angefangen haben, also die gerade neu angefangen haben oder wieder angefangen haben, war es natürlich super. So, kommen wir dann direkt zum ersten, was Balancing, Waffen und Talente. Das hatten wir, wie gesagt, im anderen Video schon besprochen. Die Elmo, San Elmos Engine und die Ouroboros zurück auf den Live-Status. So wie wir es jetzt haben, was die Magazingröße angeht. Und das Talent-Vorschlaghammer, sowie das exotische Talent der Mosquito. Zurück auch auf Live-Status, quasi wie im letzten Video besprochen. Die beiden lassen sich jetzt auch dann super kombinieren. Und beziehungsweise Vorschlaghammer auf Live-Status und Moskito-Song, der wurde ja eh abgeändert und ist jetzt auf jeden Fall besser. Und das Ganze lässt sich halt, wie gesagt, kombinieren und ist dadurch eine sehr starke Kombi, beziehungsweise sogar noch stärker als vorher. Da braucht man sich also keine Gedanken zu machen, trotz der etwas verringerten Prozentzahl vom Vorschlaghammer-Talent. So, dann haben sie auch bald, glaube ich, schon noch gesagt, dass die Scorpio, die wurde ja auch ein bisschen angepasst. In der ersten PTS-Phase, das haben sie ein bisschen abgeändert wieder, mehr Richtung Live-Status, aber nicht ganz, so ein Mittelding, was ich persönlich auch absolut okay finde. So, dann haben sie Balancing und Gear und Brandsets angesprochen und da natürlich der Stürmer und der Stürmer-Rucksack, der ja genervt wurde, also wobei ja nur der Rucksack die ganze Zeit und der wurde ja von 0,65 wenn man ohne gespielt hat, mit Rucksack dann auf 1,0 für die Stacks hochgeballert, der Schadensmultiplikator, der ist jetzt, der wurde dann runtergemacht auf 0,85 und sitzt jetzt bei 0,9. Also nochmal, wie gesagt, ein kleiner Buff zur ersten PTS-Phase. Neue Waffen und Gear, die Strega, das neue exotische Sturmgewehr, das geile Teil. Das hat nicht richtig funktioniert in Phase 1, ist gefixt in Phase 2. Der Damage-Buff bleibt. Aber die Reichweite der Stacks wurde etwas verringert, was absolut okay ist. Das Ding, ich freue mich jetzt schon, wenn es kommt. So, die Prioritätsziele, die man machen kann und machen sollte, während der Season, wenn man mit den Modifiern spielt, da gibt es jetzt eine Möglichkeit, die abzubrechen. Ne? Also die können abgebrochen werden, wenn man wirklich ein Ziel bekommt, worauf man überhaupt keinen Bock hat. Man wird rerollen können über die Rerolls, die man eh hat, wo wir schon drüber gesprochen hatten und... die Möglichkeit geben wird, dass man sie komplett abbricht. Das Ganze befindet sich aber auf einem Cooldown, ne, also wenn man wirklich keinen Bock auf diese Aufgabe hat. Die zeitbasierten Ziele, die auch da stellenweise vorkamen, die wurden entfernt, weil sie einfach nervig sind und einen Progressionsblocker bildeten. So, kommen wir auf die Modifikatoren an sich zu sprechen. Der Stellite Modifier, das hat man manchmal auch angesprochen, das ist der... wo man den Gegner anschießen muss in einer entsprechenden Reichweite, um ihm diese Stellite Coating, diese Rüstung, diese Beschichtung abzuschießen, um Damage machen zu können. Eigentlich cooler Modifikator, aber mir hat halt diese Info gefehlt. Und die haben sie jetzt drin. Das ist sehr, sehr cool. Die Farbe des Icons, wenn
der entsprechende Gegner das hat. Der zeigt nun die Farbe an, welche dann einem direkt zeigt, von welcher Reichweite aus man den Gegner treffen muss, um ihn zu entfernen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Modifier und die SHD Watch, die haben einen neuen Platz im Inventar. Das sieht man, die sind ganz oben jetzt. Sieht ganz schick aus, direkt neben der Spezialisierungswaffe, das passt. Und was die Modifier angeht, ihr solltet ja wissen, dass man, wenn man gar keine Bock auf die Modifier hat, die kann man ausstellen. Und das Ganze ist natürlich, wenn man dann im Gruppenplay ist, entscheidet natürlich der Gruppenleader, ob sie aktiv sind oder nicht. Also das muss man dann untereinander absprechen. Die Modifier an sich, wenn die einmal freigeschaltet wurden, sind account-wide für alle Charaktere. Das ist auch gut zu wissen, wenn man einen zweiten Schau hochzieht oder hin und her. Ne, das ist besonders für mich interessant, weil ich habe ja vor, das Ganze mit dem Level 1 Charakter zu spielen, so wie die Season Charaktere eigentlich angedacht waren. Und dass ich dann direkt alles auf den anderen Chars auch bekomme, das ist natürlich super. Dann angesprochen auf das Throwback Event, was wir schon ein bisschen angeteasert hatten. Das beginnt nächste Woche, Oktober den 8. wird es starten. Und man wird dort Exos aus vergangenen Seasons bekommen mit einer 100%igen Drop-Chance. Also für alle, die da, die eventuell einfach so nochmal spielen möchten oder Leute, die sie verpasst haben oder die die Exos entsprechenden nicht haben, die werden dann diese, werden die dann wiederholen können. Das Ganze wird über Projekte laufen. Und wenn man die dann spielt, dieses bestimmte Projekt, dann bekommt man auch Sterne, also entsprechend wie ähnlich den Global Events. Und kann diese dann in entsprechende Behälter stecken, die aus dieser Season sind, um entsprechende Sachen zu bekommen. Das ist ein sehr cooles Event. Das wird 3 Wochen laufen. Und das war auch in Anführungszeichen quasi der Grund der Verlängerung der Season. Das war an sich, also Messer hat gesagt, das war eigentlich keine Verlängerung, weil das die Zeit fürs Season-Ende, das ist nur so ein Platzhalter, haben sie gesagt. Aber ja. Who knows, ne? Und das Ganze soll halt mit diesem Throwback-Event ein Goodbye sein zum alten Season-Modell, das halt abgelöst wird durch Seasons 2.0. Und hier seht ihr auch nochmal, dürfte ich euch einblenden, hier die farbliche Darstellung des Modifiers, den wir eben angesprochen hatten, welcher direkt anzeigt, welche Reichweite man haben muss. Die Modifier sind auch nicht erforderlich, um die Season zu leveln. Man kann selbst entscheiden, ob man das will oder nicht. Ich würde es euch natürlich empfehlen, weil es eine ganz andere Art ist, das Ganze zu spielen. Einfach mal ein bisschen was Neueres ist. Und deswegen natürlich, ne, persönliche Präferenz, wie ihr das möchtet. Die neue Meisterschwierigkeit, die hat eingefügt wurde für die Endmission, da wird es schon empfohlen, mit dem Modifier zu spielen, weil die Mission auf diesem Schwierigkeitsgrad mit den Modifiern im Kopf entwickelt wurde. Das heißt, da werden einige Encounter kommen, wo man mit diesem Modifiern zusammen agieren kann und sollte, um das Bestmögliche rauszuholen. Wenn man die natürlich ohne Modifier spielt, hat man nochmal eine extra krasse Schwierigkeit. Bin mal gespannt, ob da Leute gibt, die das tackeln. Ich guck dich an, Corinio, du wirst das bestimmt mal ausprobieren. Und schauen wir mal, ne? Wie gesagt, Direktiven lassen sich auch zu den Modifiern. Wenn die einem nicht genug sind, kann man die auch noch hinzuschalten. Und das war's so im Groben und Ganzen. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie gesagt, die Patch Notes, die werden wir noch durchgehen und gucken, ob da sich noch großartig was geändert hat. Weil die Patch Notes, die dann kommen, die werden ungefähr so 90%, würde ich sagen, über 90% relevant werden für das, was wir zu Release bekommen. So. Also in diesem Sinne, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.